Willkommen zurück in Star Wars The Clone Wars Republic Heroes mit einem weiteren Level. Unter anderem jetzt hier auf so einem Separatisten, beziehungsweise auf unserem Schiff eigentlich, wo wir aber von den Separatisten angegriffen werden. Unter anderem eben von den Droiden und wir müssen unsere Klone jetzt hier verteidigen. Ja, wir müssen natürlich wieder alle Die Nebengänge Tür überprüfen. ist anscheinend blockiert. Ja, das ist Mit der scheiße. Macht zerstörte Türen öffnen, du kannst Türen von zwei Jedi geöffnet werden müssen. Ein starkes Team, zwei Jedi sind. Okay. Sehr Ah, sehr gut einfach. gemacht, Obi-Wan. Oh, was kommt da? Feuerangriff! Da kommt schon die End der Mannschaft. Da kommen auch noch mal ein paar Droiden raus. Okay, Ist der geht's jetzt hier Rest weiter? eurer Nee, kann ich nicht weiter. Einheitssoldat? Sie sind vorausgegangen, um den Sicherheitsposten zu verteidigen, General. Auf Position So, der bleiben, hackt da wir jetzt die überprüfen den Konsole. Sicherheitsposten. Hoffentlich fährt er uns jetzt gleich mal eine Brücke aus. Jawollo! Laserbrücke. Oder Plasma. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Damals bei Wild of Fates das Ding Plasma-Brücke. Für mich ist es aber einfach Laser. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Shop und versuchen mal was zu kaufen. Wo ist denn der Shop überhaupt? Missionsstatus. Hier kann ich jetzt bloß sehen, wie viel Zeit ich schon verbraucht habe. Für Macht. Feinde. Okay, hier ist es nicht. Optionen. Nee, das haben wir auch nicht. Laden. Ach so. Ja, das muss man auch erstmal wissen, dass das ein bisschen komisch benannt ist, denn bei Laden verstehe ich bei Spielen eigentlich eher einen Spielstand laden und nicht den Einkaufsladen. Also das ist ein bisschen komisch übersetzt. Hätte man auch Shop nennen können, das wäre ein bisschen sinnvoller gewesen, aber naja. Bei dem Spiel habe ich sowieso das Gefühl, die haben ein paar Probleme bei den Texten auch gehabt. Ja, auch bei den Untertiteln, die ja ständig falsch sind. Nee, Droiden-Upgrades wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Ich will erstmal Kampf-Upgrades, so gucken, ob ich erstmal was hier ist. Combo. Mehr Schaden bei geduckten Schüssen, maximal Sekundärwaffen, Fliegerass, Machtschub. Erweiterter Machtschub wird schneller geladen. Das hört sich schon mal gut an. Okay, wir können es auch nur einmal kaufen, wir können es nicht upgraden. Lichtschwertwurf, Kreiszone um den Körper wachsender Kreis. Ich glaube, ich habe doch gar keinen Lichtschwertwurf, ne? Deswegen bringt das uns auch nichts. Größere Schockwelle beim Machtvernichter. Ach komm, hier holen wir uns direkt mal. Wir haben ja ein paar Punkte. Sprungangriff, größere Schockwelle nehme ich auch mal. Das scheint es auch schon gewesen zu sein. Machen wir nochmal das hier. Und das war's dann auch erstmal. Man wird ja nicht mal gefragt, ob man was kaufen will. Sondern es wird einfach Ich gekauft. spüre etwas. Ja, genau, Obi-Wan, lass dich erstmal noch treffen. Der Droidiker, der verpisst sich erstmal. Nee, der greift unsere Klone an. Und trifft dabei überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, wie kann der Droidiker bitte so daneben schießen? Der muss doch wirklich nur geradeaus losschießen. Nutze die Macht. Helfen Sie dir, Ja, die Idee hatte ich gerade auch gehabt, den einfach so runterzuschießen. Haben wir natürlich gerade verbessert, deswegen ist es natürlich deutlich sinnvoller dann noch. Da kommen die Gegner wahrscheinlich noch besser runterfeuern. Ja, ich sehe es schon. Warte, bei den vier Droiden hier? Okay, sechs. Sechs Druiden, wirklich? Power absammeln, um deinen Punktemultiplikator zu erhöhen. Oh, okay, wir kriegen mehr Punkte dann, wenn ich das aufsammle. Aber das scheint wohl nicht lange zu gelten wieder. Jetzt kommt das harte Fahrt. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, dass die Punkte auch für den Gegner gelten, aber eigentlich schon, müsst ihr eigentlich. Hier dürfen wir wieder nicht rein, da kommen auch noch ein paar Klone lang. Wir sind hier weiter. Tschüss! Geil. Mit diesen Nebengängen möchte ich aber mal gerne überprüfen, weil da könnten natürlich immer irgendwelche Artefakte versteckt sein. Ja, das hat jetzt nicht viel gebracht. Und unter Druiden schlittern du kannst. Okay. Ich hoffe mal, dass wir das nicht so oft einsetzen müssen, denn das vergesse ich wahrscheinlich sowieso wieder, wie das geht. Oh, wo sind wir denn hier? Eine Plattform, wo ich nicht raufspringen kann. Ein Fahrstuhl, okay. Ich glaube, uns fehlt die Stärke, diesen Kampf zu gewinnen. Ach was, ist doch bloß ein Riesenschiff. Wir haben noch eine Chance. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ist doch bloß so ein riesen Separatistenschiff. Ne, zwei sogar. Ja, das ist doch easy. So. Sein Lichtschwert werfen kann ein Jedi. Ah, jetzt haben wir den Lichtschwertwurf. Deshalb konzentrieren du dich musst vor dem Loslassen. Bewegen du dich nicht kannst, okay. Wenn du wirfst. Konzentrieren du dich musst, während das Lichtschwert fliegt. Okay. Ah, okay. Sehr geil. Voller Kombo-Anzeige zusätzlichen Schaden verursacht. Okay, auf die roten Brücken darf ich anscheinend nicht rauf. Ja, darf ich auch nicht.
Jawollo! Jetzt macht der Sport deutlich mehr Sinn. Wenn man noch auf die richtige Richtung schießt. Boah, dann hat er eine weite Reichweite mittlerweile. Oh, krass. Wo geht denn die Brücke jetzt schon aus? Das war nicht so ganz so geplant. In diese Richtung rollen, du wirst. Einfach. Das habe ich nicht gelesen, toll. Aber ist auch egal. Bams. Ich wollte schon sagen, hat er jetzt überlebt oder was? Fuck, ich bin fast tot. Komm, Plo, lenk ihn ab. Nein, dahin. In die Richtung. Yes. Jawollo. Offenbar sind wir unbeschadet davon. Plo, was machst du da? Was wird das? Wird wahrscheinlich wieder ein Klon, die Konsole hacken, um uns eine Brücke zu öffnen. Oh, wir haben eine Herausforderung. Stoße drüben über Kanten oder in gefährliche Bereiche. Okay, also wir dürfen anscheinend nur stoßen, alles andere zählt nicht. Also das Einfachste, einfach die Droiden, wenn sie schon kommen, wegstoßen. Oh, krass. Ey, wir müssen wirklich ganz aufladen, den Scheiß. Oder können wir es einfach normal besiegen? Nee, das zählt nicht. Dann kriegen wir zwar Punkte, aber keine Punkte für die Quest. Okay. Wenn es im Prinzip egal ist. Wir müssen das wirklich richtig aufladen, weil sonst macht er das nicht richtig. Wieso hat er das jetzt überlebt, die Sau? Oh, Bams. Wenn es richtig auflädt, dann macht die Attacke richtig Sinn. Besonders hier bei solchen Stellen. Plo, wie kannst du da eigentlich langlaufen? Da macht meine Kamera gar nicht mit. Und Platin, jawollo. Schön viele Punkte gemacht. Sehr schön. 4200. Danke! Das war ach so, sollte das passieren? Anscheinend in einer Sackgasse. Die Turboliftschächte sind direkt hinter dieser Wand. Mit diesen Truppen. Also, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich draufspringen wieder hier. Letztes Mal auch. Das heißt, ich wollte erstmal hier meine Punkte haben. Wäre vielleicht super, wenn Plo da oben bleiben könnte. Nein, das sollst du da nicht zerstören, du sollst ihn nehmen. Ich muss da Folgendes machen. Ich glaube, ich muss hier mal runtergehen, weil dann scheint die Plattform nämlich. Jetzt auf einmal, ne? Oh, ich muss, glaube ich, hier unten sein, weil ich glaube, dann spawnt er auch hier. Nö. Na, also, das wollte ich die ganze Zeit. Genau. Das war die ganze Zeit mein Ziel. Warum denn so kompliziert? Warum springe ich an den Pumpen vorbei? Wo sind wir hier bitte? Mitten auf dem Fahrstuhl drauf. Wir haben da unten sogar Schatten, was gar keinen Sinn macht, weil wir hier oben sind. Da kommt ja gar kein Licht rein. Hä, wie geht das? Wie kann da Schatten entstehen? Oh. Das sieht nicht gesund aus hier, aber wir machen es einfach mal trotzdem. Ich muss aber erstmal hier rüber. Obi, könntest du bitte weiterspringen? Achso, wir können auch einfach da oben lang, sehe ich gerade. Jawollo, so macht man das. Was haben wir hier? Oh, ein Secret! Aufspringen, Generäle! Danke, Soldat! Artefakt 4 haben wir gefunden. Ob die Nummern irgendeine Bedeutung haben, weiß ich aber jetzt nicht. Soweit ich weiß, können wir uns aber hier im Laden bei Cheats was holen dafür. Okay, ja, hier. Achso, sogar für Geld. Unbegrenzte Thermaldetonatoren, unbegrenzte Munition. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber das sind halt so eine Cheats, die möchte ich eigentlich nicht unbedingt nutzen. Wir möchten ja schon ein bisschen, in Anführungsstrichen, vernünftig durchspielen. Oh, danke. So funktionieren übrigens die Schachtkontrollen bei normalen Fahrstühlen im Leben. Hätte ich halt draufbleiben müssen? Nee, hätte ich nicht. Ich glaube, auf die muss ich raufspringen, genau. Das sind so eine Brücken. Die fahren einfach mal hin und her, okay. Wo ich solche Fahrstühle auch geil finde im Real Life. Die so einseitig fahren. Wo du auf der anderen Seite so rausschauen kannst. Gibt's da soweit, ich weiß auch sowas. Damals in der Türkei, da war es zwar mehr so ein Schacht, der halt durchsichtig war, aber damals hatten sie schon sehr geile teilweise gehabt. Muss ich jetzt darüber? Achso, da kann ich drauf landen. An mir kommt niemand vorbei.
Ich würde gerne die Ruinen da unten weghauen, aber ich glaube, hier kommen wir nicht durchs Dach durch. So, was haben wir hier? Da geht es nicht weiter anscheinend. Zumindest macht die Kamera nicht mit. Auch hier wieder. Ich sehe nicht wirklich, wo die Punkte sind. So, jetzt geht es wahrscheinlich eine Etage höher. Ich habe übrigens eigentlich nach links gedrückt. Aber der Charakter wollte nach rechts. So, was haben wir hier? So, was haben wir hier? Ja. Das ist doch irgendwas. Wieso sind da sonst der Druide? Ah, was haben wir denn hier? Noch ein Secret, jawoll! Artefakt 5. Also jetzt finden wir es aber auch. Und dass ich da landen kann, wo der Plo drauf ist, ist irgendwie so ein bisschen sinnfrei, aber jetzt geht's los hier. Können wir bald wieder shoppen gehen. Weil ich auch wieder 5000 Punkte da hab. Oh, was haben wir denn da hinten? Nochmal ein Punkteboost. Den will ich haben. Ich weiß, die mit dem Willen kriegen einer von Brillen, aber... Oh, da hinten haben wir nochmal ein... So eine Art Punkteboost. Jetzt lauf da rüber. Perfekter Moment hier schön abzukassieren. Ey, warte! Flo! Ich stehe noch hier unten. Okay, dann halt nicht. Kommt Treibsand. Okay, wie auch immer ich jetzt da nach oben komme, Obi-Wan kann wohl fliegen. Hier spricht General. Oh, dann haben wir nochmal einen Schadensbonus. Die werden es auch gut gebrauchen können bei den Druidikas. Komm und hol mich, Blechbüchse. Das bringt natürlich nichts, wenn er ein Zaun ist. Oh, nochmal eine Herausforderung. Zerstöre Druiden nur mit anderen Druiden. Okay, wie auch immer ich das machen soll. Gucken wir mal. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt da irgendwie dazwischen stellen und hoffen... Ah ne, so! Klar! Aber mögt ihr auch nie... Aber ich weiß nicht, wie ist das nicht so präzise. Der schießt nicht wirklich nach unten. Jetzt habe ich sogar keinen Superkampf zu ihm mehr. Ja gut, Bronze, sogar selbst mein Computer-Mate hat mehr Punkte gemacht und Silber gekriegt. Ich habe jetzt hier nur Bronze, aber ich halte die Mission auch nicht wirklich für sinnvoll, weil, ja. Es ist nicht wirklich einfach. Vor allem mit der Steuerung sowieso nicht. Bams. Oder doch nicht. Gleich gesehen. Bams. Oh, die Plattform fährt noch ein bisschen höher. Voll daneben. Voll ihre Schilde aufbauen, erstmal direkt weggehauen. Und da haben wir schon das Separatisten-Schlachtschiff. Vorsicht, Matten! Schnell, schnell, bevor die ihre Schilde aufbauen. Ah, oh, fuck. Okay, da komme ich jetzt auch noch ran. Ah, warte mal, wir können hier gegen das Dings werfen. Jawoll. Und da kommen noch mehr Druidikas. Cody, bitte kommen! Was ist, General? Aber wir haben ja ein Problem. Das ist eine Untertreibung. Mir wird berichtet, dass die Druiden einen Kernbruch bewirkt haben. Wir kümmern uns um den Reaktor. Geht in den Kontrollraum und verstärkt die Schilde. Ich bin auf dem Weg, Sir. Okay, nächstes Level haben wir auf jeden Fall auch geschafft. Sehr gut. Yuma 9 Angriff haben wir damit durch. Auch wieder Platin-Level, das ist natürlich schön. Und alle Artefakte wieder gefunden. Sehr schön. Weiter geht's. Wir haben die unteren Decks erreicht.
Wir dürfen keine weiteren Droiden an Bord der Station lassen. Private, wie lange noch, bis ihr die Deflektorschilde verstärken könnt? Es wird einige Zeit dauern. Zeit ist etwas, das wir nicht haben, Private. Sir, ja, Sir. Ich lasse mir etwas einfallen. Ich zähle auf euch. Ihr habt den General gehört. Diese Schildgeneratoren brauchen mehr Energie. Okay, hier geht's nicht lang. Wollen wir hinter den Start schauen, ob da irgendwas versteckt ist. Wir kriegen über Granaten. Wir müssen sie hacken, um rüberzukommen. Okay. Wie mache ich das? So nicht. So auch nicht. Ah, okay. Die Konsole kurz schließen, du kannst. Die Ringe drehe und die Energieplatten anordne, um den Kern zu laden. Den Ring wähle, den bewegen du willst mit den Tasten. Jetzt sagt der Tasten und nicht Sticks. Okay. Ah, okay, ich muss die beiden Grünen aufeinander führen. Das ist jetzt relativ einfach gewesen. Aber da kommt bestimmt noch eine Herausforderung auf uns zu. Aber ich habe gerade auf den falschen Charakter geschaut. So, und sieht auf jeden Fall interessant aus. Mit diesen ganzen Energiedingern da. Und erstmal hier den Buff. Bams. Kriege ich irgendwo Granaten? Wahrscheinlich wieder nicht. Weggehauen, bevor er kam. Aber die kriegen wir auch so ganz gut weg. Wir haben eine Formation in einen Schrotthaufen verwandelt. So, jetzt geht's hier wieder ran. Ach komm, du sollst da ran. Genau. Okay, jetzt haben wir sogar mehrere. Wie kann ich das wechseln? Ach so. Springen. So, auf mit der Tür und durch da! So, hier den Granaten würde ich gerne haben. Bams! Achtung mit diesen Wandpaneelen, die haben allerhand Saft drauf. Ja, das ist gut zu wissen. Ja, die hätten Druiden produzieren sollen, die wissen, wie man kämpft. Oh, die Kisten können wir auch als Hilfe benutzen. Oh, was haben wir denn da oben? Das will ich mir anschauen. Und fährt er da mal hoch? Das Fadenkreuz bewegen, du kannst. Ein Ziel suchen, du musst. Die Folge Star Wars The Clone Wars Republic Heroes ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels finden kannst. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du jetzt in die Mitte klicken. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiterhin mit dir sein. Ciao.